Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Stable Online. Wir verpflegen heute unser Fohlen weiter und anscheinend haben wir jetzt da auch wieder eine Quest bekommen. Ich habe irgendwie so verstanden, dass das Fohlen jetzt fertig verpflegt war, aber ich bin mal einfach gespannt, wie es jetzt weitergeht mit dem lieben Huge. Zack. Die Antibiotika sollten inzwischen wirken. Drückt die Daumen, dass wir das Schlimmste hinter uns haben. Das kleine Tier freilassen können. Sprich mit Huge über den sich verschlechterten Zustand des Fohlens. Oh je. Oh nein. Das Fohlen steht erneut unter Schock. Es war gar kein bakterielle Infektion. Wir stehen wieder ganz am Anfang und die Zeit läuft uns davon. Oh nein. Wenn es keine Infektion ist, könnte ein Neurotoxin an seinem Zustand schuld sein. Vielleicht hat die Mutter eine giftige Pflanze gefressen. Nicht genug, um sie selbst zu erkranken zu lassen, aber ihre Milch könnte bei dem Fohlen die Symptome ausgelöst haben, die wir hier beobachten. Ich könnte wirklich deine Hilfe gebrauchen, um die Diagnose zu bestätigen. Reite zurück zu dem Ort, wo wir das Fohlen gefunden haben. Schau dich dort nach ungewöhnlichen Pflanzen um. Wir suchen höchstwahrscheinlich nach irgendeinem Nachtschatten. Ah, Nachtschattengewächse. Übrigens, ich glaube Kartoffel oder was, Tomate? Waren auch Nachtschattengewächse? Ziemlich sehr giftig, die Pflanzen. Nicht die Frucht selber, sondern die Pflanze, die Blüte zum Beispiel. Die Blätter. Kannst das für mich erledigen? Klasse, zwischenzeitlich werde ich ein wenig herumtelefonieren. Vielleicht kann ich eine zweite Meinung einholen. Unser Patient wird keine weitere falsche Diagnose überleben. Viel Glück, Alina. Okay, ich schaue mich auf Snowdream und wir werden diesen Fall erkunden. Suchen wir das Nachtschattengewächs. Total rührend, die Story. Kriege ich auch schon Gänsehaut. Okay, der orange Fleck sagt uns, dass wir dahin müssen. Und da haben wir das Fohlen auch zuletzt gesehen. Ah, ich erinnere mich an diese Pflanze. Schlechte Milch. Aber ich dachte, Pferde wissen immer so ungefähr, was für die giftig ist und was nicht, weil klar, manchmal kommen sie an irgendwelche giftigen Sachen ran, aber manchmal wissen die Pferde auch ganz genau, was sie halt nicht fressen dürfen und was sie fressen dürfen. Ah, ich in das Fohlen reinkrachen. Du hast etwas gefunden? Gut, gerade noch rechtzeitig. Mein Experte sollte jetzt auf jeden Augenblick hier sein. Babypferd Notfall, Ranger kommen! Vielen Dank, dass du schnell gekommen bist, Ranger Violet. Oh, das sieht irgendwie nicht gesund aus. Ich glaube, hätte er nicht parken sollen. Solltest Kema für die schnelle Ankunft danken. Wie kann ich helfen? Ich vermute, dass dieses Fohlen durch die Mutter mit einem Neurotoxin aufgenommen hat. Elena hat eine verdächtige Blume gefunden, die auf den Feldern wächst, auf denen die Mutter grast. Da du eine Experte für die Jorvikische Tierwelt bist, hatte ich gehofft, dass du die Blume identifizieren kannst. Vielleicht weißt du, ob die Symptome des Fohlens verursacht hat. Verstehe. Wenn ihr vielleicht draußen irgendwas hört, wie krachen oder so, bei uns ist gerade ein nur leichtes Stürmchen angesagt. Lass mich die Blume mal sehen. Dein Bauchgefühl hat dich nicht... Ach Gott. Dein Bauchgefühl hat dich nicht getrogen. Ich dachte, möchte man es halt betrogen heißen. Getrogen. Die Einheimischen nennen diese Blume Jasperunkraut. Normalerweise wächst es nur in trockenen Gebieten, wie etwa Golden Hills. Wenn sie auf Südhof ausbreitet hat, sollten wir den Ausbruch eindämmen, er außer Kontrolle gerät. Ich habe von deiner Rettungsbranch gelesen. Eine wunderbare Idee. Jorvik brauchte einen Ort. Wenn dir die Ranger irgendwie helfen können, solltest du einfach fragen. Denn die Möglichkeit, Alonso hat eben per Funk durchgegeben, dass Bigfoot bei Dornklamm gesichtet wurde. Was? Oh, das ist was für mich. Sollte besser los. Danke für deine Mühe, Major Shepard. Ebenfalls. Nenn mich Huge.
Okay, Bigfoot. Nein, ich frage mal nicht nach. Wir haben unsere Diagnose erhalten und können unsere Patienten behandeln, aber es passt mir irgendwie nicht, dass wir ihn einfach Patient oder Fohlen nennen. Wir sollten ihm einen Namen geben. Ein schöner Bursche, den eine giftige Pflanze zu Boden gerungen hat. Ich weiß, wir nennen ihn Balda. Ich habe die neue Behandlung auf die Aufgabentafel geschrieben. Es wird ein paar Tage dauern, bis der kleine Balda wieder freigelassen werden kann. Soll es also täglich wiederkommen, wenn er stärker wird. Ändern wir sein Programm. In Ordnung, an die Arbeit. Okay, an die Arbeit. Nein, wir springen über den Zaun. Weil wir cool sind. Regelmittel. Ach, wir müssen das direkt da machen. Okay. Das Regelmittel für den kleinen Balda. Oh. Ach je. Am besten nehmen wir Snowdreamer mit, dann muss ich gleich nicht solche Wege latschen. Wieso muss man eigentlich mitten im Pferd drin stehen? Ich frage erst gar nicht. Weil ich schon gerne irgendwie ein Foto machen würde. Nicht so ungut, aber ich möchte mal eben kurz ein Foto machen gleich. Damit ich genau... Aber weil es total süß ist. So. Nam 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 nam. Zack. Das heißt, es ist auf da drüben. Den armen Racker in die Waschstation säubern. Das ist einfach so mega süß. Okay, die Conny läuft irgendwie immer noch weiter auf der Stelle. Voll süß einfach nur. So, was brauchen wir jetzt? Jetzt müssen wir euch jetzt zurück. Glaube ich. Das voll in der Pflegestation füttern. Ich denke mal, ja, ab und zu, ich weiß nicht, da erkennt man nicht immer genau, wo es orange ist. Das ist total nervig. Ich hoffe mal, das ändern sie auch, dass man irgendwie das mal besser erkennen kann. So, es wird ja noch gefüttert, der kleine Racker. Dass er den Arm mal hier reintragen muss. Ja, jetzt frage ich mich auch, Conny. Hallo, Elena. Offenbar hast du alle täglichen Aufgaben abgeschlossen. Sollen wir nachsehen, wie es dem Fohlen heute geht? Das Fohlen ist immer noch krank und braucht angemessene Pflege. Du hast dich schon so viele Tage um dieses Pferd gekümmert. 3. Ich denke, du musst dich noch um so viele Tage um dieses Pferd kümmern. 4. Ui. Das war's. Du bist heute fertig. Ruh dich aus und komm morgen wieder. Das Fohlen braucht doch immer deine Hilfe. Ja, liebe Conny. Ja. Ich finde, an manchen Stellen, wo irgendwie andere Spieler vielleicht nicht drin sein sollten, wie jetzt zum hier zum Beispiel, wenn du halt diese Zehen hast, wo du das Fohlen pflegst, wo du es fütterst. Oder auch an sehr vielen Stellen, wenn es um die Hauptstory geht, in den Soul Riders. Wenn du zum Beispiel
Im Ruhenkreis werden schon andere Spieler ja sozusagen weggefällt, dass du nur alleine bist, weil an manchen Stellen zum Beispiel auch in Pandoria, dass man sich dann doppelt zieht. Also nicht Pandoria, wenn man mit seinen Freunden zusammen hingeht, sondern Pandoria, als man die Quest gemacht hat, frage ich mich auch, wieso sieht man da plötzlich andere Leute? Das ruiniert so, ja, diese Atmosphäre. Das war, keine Ahnung. Das ist meine Meinung, aber ich denke mal, einige Spieler sehen es genauso, dass an gewissen Stellen einfach nur, man dann nur alleine zu sehen sein sollte. Aber das war's auch wieder mit der guten Rettungsrange für heute. Wir müssen uns jetzt 4 weitere Tage um den kleinen Racker kümmern. Ich bin echt mehr gespannt, was noch auf uns zukommen wird. Ich verabschiede mich auf jeden Fall und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!